Da sind wir wieder bei Secret of Mana! Yeah! Alles klar, Mann! So, Chris, was haben wir verpasst und wohin gehen wir jetzt? Wir haben Andys Furz verpasst. Verdammt nochmal. Da hab ich mich so drauf gefreut. Und wir gehen jetzt Und wir gehen zum Imperium, das nichts mit Sturmtruppen zu tun hat. Verdammt nochmal. Da hätte ich so viele coole Star Wars-Anekdoten gehabt. Zum Beispiel? It's a trap! Von Admiral Aqua, mein Freund. Der ist Akreal Akma. Admiral Akma, mein Freund. Ist dieser komische Fischkopf, der meinte, es ist eine Falle. Das ist sehr, unter Star Wars Fans ein sehr bekanntes Zitat. Okay. Ich merke, du bist bestens vorbereitet auf das LP. Auf Star Wars? Sobald du hier bist, werde ich dir mal einen Einlauf geben und dir mal Star Wars 101 vorsetzen. Hast du deine Analregion reinigen lassen oder um Einlauf dein neues Lieblingswort? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Ich versuche schon wieder auf Schlapperfotze runterzukommen, aber es ist schrecklich. Die Musik ist viel zu chillig für Schlapperfotzen. Übrigens, Chris, ich habe jetzt Semesterferien. Wie sieht's bei dir aus? Ich auch. Willkommen in die Südstadt. Der ist pink. Na und, sagt der mit dem rosa Sturmband. Hallo, das ist das. Guck mal, das wir sind eh voll die pinke Truppe. Die eine hat ein pinkes Kleid, die andere hat rosa Haare. Ein Stammbad ist modig! Das hat die Verkäuferin auch gesagt. Hey, kleines Kind, bist du eingesperrt da? Haha, okay. Du lässt hier nicht schön die Kinder. Hallo, ich bin katholischer Priester. Nein, das ist da irgendwie wichtig. Wieso muss ich dauernd gegen die Wand laufen? Hey, ich weiß, wer ihr seid. Woher? Von Victor. Ihr müsst wissen, ich bin eine Spionin aus Tasnika. Genau wie mein Mann, der jetzt leider in Gefangenschaft ist. Ihr wollt nach Nordstadt. Dann benutzt am besten den Tunnel der Rebellen im Osten von hier. Die Parole lautet 634. Wow! Der Mann sieht schon genauso aus wie du. Ich lass bisher nicht Anni die Parole merken. 634? Mhm. Es war, dass du den 634 3642. Südstadt ist ein wenig kleiner als Nordstadt. Hör mal, du kannst die Männer reden. Du kannst die Frauen reden, du kannst mir das auch alle reden. Nein. Verdammt nochmal. Eigentlich bin ich die Frauen, weißt du doch. Sicher? Obwohl ich manchmal denke, in unserer Beziehung ist. Magnum! Magnum! Hier wohnen noch Verrückte, wie zum Beispiel diese Maria. Na, die haben wir gerade schon gesehen. Das kleine Kind, macht du. Maria trägt ständig den Schlüssel mit sich rum. Oh, ganz ehrlich, wenn du mich so nachts wecken würdest, ich glaube, ich würde Todesangst kriegen und die Säulen für die Maske matchen. Wichtig für später, glaube ich, die Info gerade. Man kann sie leicht vergessen. So, wir speichern, weil wir so viel geschafft haben. Ja, das war's für Part 35. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Chris und kleine Kinder. Wieso Chris und kleine Kinder? Ja, geht ihr mal. Du bist doch der Slenderman hier, der die Kinder entführt. Ja, stimmt. Ich mache jetzt gerade Slender. Also, wenn diese Aufnahme oben ist, gibt's vermutlich schon meine Herren die Playlist Slender. Dazu kommt danach noch Anna. Und Anna, musst du dir unbedingt mal geben. Das ist ein Horrorspiel, ein Indie-Game für 8 Euro, meine ich, kostet. Und das Spiel passt sich deinem Spielerlebnis an. Also, wenn du jetzt auf Augen guckst, während du spielst, dann wird das Game sich das merken, weil Anna eine komplexe Programmierung ist. Und wird es dazu verwenden, um dich noch mehr zu scaren. Und Gaia, das letztens gespielt hat, hat sich von dem Schatten einer Blume erschreckt. Auf pinke Rüstung zu kaufen. Nee, passt zu dir. Ja, und? Hinterbett? Nee, aber Leute, schaut euch mal, wenn ihr auf Indie-Horror steht, Anna, Slender, Escape, Cryo 4, da gibt's genug. Oder guckt einfach mal in meinen Kanal rein die nächsten paar Wochen. Oder guckt einfach, wie Andy im Resident Evil Keller um den Tisch rennt. Ey! Stimmt, Resi 3 gibt's ja jetzt auch neue Parts. Wieso krieg ich sowas nicht? Weil du viel zu cool bist und mit deiner Waschbärmütze so weiter rumrennst. Verdammte Scheiße. Verarscht du mich schon, du willst einfach nur kein Geld für mich ausgeben. Weißt du, für dich gibt's einfach kein cooles Equipment, weil du nichts wert bist hier. Das tut mir echt leid. Das muss dann echt die Qual für dich sein. So, zieh mal deine rosa Rüstung an. Hatte ich gerade vor. Ich wollte auch so ein Ding. Ihr seid so gemein zu mir. Wir sind die Bruderschaft der Kapuzenträger. Ja. Da ist. Andis sind da nicht erlaubt. Das ist echt schade. Nein, ich will nicht wechseln! Ah! Ich will hier wieder raus! Also. Du machst das schon. Und Andi, warst du als Kind mal in einem Baumhausclub? Boah, ich hätte als Kind echt gern ein Baumhaus gehabt, ohne Witz, aber leider wohne ich in der Stadt und.
Ein Haus. Da keine Bäume. Ein Haus auf dem Getränkemarkt. Hallo, ich bin da schon fest überzeugt, dass ich meinen Vater dazu anstifte, den Getränkemarkt Saftladen zu nennen. Der Imperator... Ah, warte. Der Imperator hat nichts mehr mit alle Tassen im Schrank und so zu tun. Yo! Er bereitet sich auf einen Krieg vor und hat eine Monsterarmee im Schloss. Eine Monsterarmee im Schloss. Vor. Wer bist du denn? Hatten wir dich schon? Ja. Yeah. Ich bin nerviges Kind mit Fuchsmütze. Die in jeder Stadt rumrennt. Hey, ich bin Typmarin. Komm her. Voll große was? Stadt hier. Wie lautet die Parole? 634. Nicht wahr? Ja. 6 3. Ja, wir sollten mich echt nicht das Passwort merken lassen. Hat gerade gar nicht geklappt. Rein mit euch! Jetzt gibt's 10 Jahre Folterkeller. Yay, Abwasserkanäle. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken, was im Level sich meine Waffe befindet. Hatte ich auch schon vor. Was hast du noch? Ja. Was hab ich denn noch? Gute Frage. Ich glaube, ich nehme mal die Axt. Na, guck erstmal, ob du die noch aufleveln kannst. Die ist auf Stufe 2 bei mir. Ja, wie hoch geht die? Weiß ich nicht. Die geht doch höher als Stufe 2. Ja, nimm sie schon. Ich guck eh nochmal. Finde ich gut. So, die Axt. Siehst du? Ja, die Axt geht bis 4. Ich hab's einfach gewusst. Du hast es einfach nicht drauf. Ich hatte so Morgenurin. Okay, ich bleib beim Schweif. Was sind das hier für Rotzpiranier? Oh nein! Die rotzen. Der Endboss! Die rotzen Raketen. Ich finde, wir sollten uns erstmal um den Schleimknödel kümmern. Das ist unser Nemesis hier wieder. Oh, auf diese Teilen, du Spasti! Ich ficke deine Familie! Wir hauen die ganz schön in die Pfanne. So sieht's jedenfalls aus. Es wirkt so, also wir ballern einfach in die Ecke. Wir strullen einfach drüber. Sabberblob. Scheiße. Also ganz ehrlich, man muss sich ja... Boah! Ja, multipliziert das doch noch 3000 Mal! Feuerklinge! Was für ein Typ sind die denn? Die sind Eis. Deshalb. Das würde irgendwie so machen. Außerdem können wir sie dann gut rapen, wenn sie verbrannt sind. Bam. Er darf sich nicht fortpflanzen. Oh, Andi hat ihn schon mal geschwängert. Wer sind wir denn? Die Chinesische Republik? Nur ein Kind pro Paar ist erlaubt. Tut mir leid, Leute. Der Sabberblob war nicht bei 3 auf dem Baum. Verdammt. Hat auch kein Baumhaus gehabt, ne? Boah, Leute! Ah, hier unten sieht's aus wie in deiner Toilette irgendwie. Das ja, so mit Schneemännern und so, ne? Auch so feucht auf dem Boden. Gar nicht wahr. Leute, auf der Gamescom, schaut euch meine Klo an. So heftig ist das gar nicht. Willst du eine Kloführung machen, oder was? Natürlich. Mhm. Passen so viele Leute rein. Natürlich. Hallo? Also wenn ihr zu dritt auf dem Klo setzt, passen 4 Leute rein. Das geht sogar rein theoretisch. Also du kennst mein Klo ja. Ja, dann müssen diese 4-3 Leute sehr intim sein. Das ist vollkommen okay. Es ist vollkommen... Ich glaube, wenn man zusammen auf dem Klo ist, sollte man schon intim sein. Ja, Andi freut sich schon, die Kameras anzuschmeißen, wenn Sexorgien auf seiner Toilette veranstaltet werden. Ey, du weißt ja, ich brauche immer Geld. Haha. Sack. Abwasserkanäle übrigens. In vielen Videospielen vorhanden und von vielen gehasst. Ich habe noch nicht so viele Spiele gespielt, wo sowas so nervig war, aber man kann es sich vorstellen. Vito, bei deinem Vampires The Masquerade-Ding gab's das ja auch, oder? Ja, okay, das ist der Untergrundweg. Das ist ja jetzt nicht ein Level in dem Sinne. Außer wenn du diese hässlichen Spastis spielst. Namen entfiel mir gerade. Die laufen da ja nur rum. Okay, und später gibt's noch ein Abwasser-Horror-Szenario, also weit warst du noch nicht. Okay. Egal. Nee, aber wenn es was gibt, was ich hasse, dann ist es der Wassertempel bei Zelda. Obwohl ich auch genug Leute, die verstehen kann, die sagen, so schwer ist er doch gar nicht. Du musst einfach nur wissen, welche Räume du schon geguckt hast und welche nicht. Einer davon bin ich. Ich weiß, ich kann es ja auch nachvollziehen, nur für mich war das als Kind so unübersichtlich, dass mich einfach abgefuckt hat. Und mittlerweile nervt es mich einfach nur. Weil die anderen Tempel einfach meiner Meinung nach mir mehr Spaß gemacht haben. Ich sage nicht, dass sie besser sind, weil die sind alle gleich gut. Aber es hat mir einfach damals als Kind mehr Spaß gemacht, den Waldtempel zu machen mit dieser mysteriösen Atmosphäre und so.
Obwohl ich den als Kind auch hart genug fand. Hart war ja auch auf jeden Fall, aber der hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht, weil ich diese verschiedenen Geister viel attraktiv, also nicht attraktiv im Sinne von sexuell attraktiv anziehend, aber viel interessanter fand, sagen wir so. So interessant, dass du nackt gespielt hast. Ich bitte dich. Im Sommer, also damals gab es nur noch Sommer, die länger gingen als 2 Tage. Das stimmt. Und da konnte man auch mal, als es so ultra heiß war, sich einfach nur in Boxer auf Sofa chillen mit einem kühlen Drink, Rollläden runter und einfach mal stundenlang zocken in den Sommerferien. Bam. Daher auch meine Affinität dafür, dass ich Super Mario Sunshine tagsüber und Luigi's Mansion damals nachts gespielt habe im Sommer. Das war so eine tolle Zeit. Ach, weil ich schweife ab. Wo man noch viel Zeit hatte zum Zocken. So sieht's aus. Und jetzt verbringt man seine wertvolle Zeit damit, doofe Let's Plays aufzunehmen. Echt? Kann man nur so doof sein. Oder mit Uni. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich Semesterferien habe und du ja auch jetzt nach deinen Papers, ne? Die Bildung. Bah. Wir sind eine bildungsferne Schicht. Vor allem in Köln. Hallo? Du bist auch bald in Köln, ich wäre vorsichtig, was du sagst. Ach, ich habe ja mein Ossi-Abwehrschild. Das stimmt. Ich habe gehört, wir nehmen Obscure 1 auf, wenn du in Köln bist. Definitiv. Und diesmal dann... Nein, ich sag nicht schon wieder, dass wir längere Vlogs machen. Das bräuchte ich dir, glaube ich, nicht nochmal antun. Doch, das hast du erst 23 Mal gesagt. Schneemann-Brigade, los! Scheiße! Und Lisa spackt oben übelst herum. Nice! Sehr, sehr cool. Auf dich zu multiplizieren! Also irgendwie sind hier schon wieder nur nervige Blobbers. Blobbers. Ja, das stimmt. Wir müssen das fangen, hast du den Pokéball dabei? Ich bitte dich, klar. Das erinnert mich an eine sehr coole Anekdote, die Barney mal, also ein Barney-Bild mal gebracht hat, von wegen, getting girls is like catching Pokémon. You don't get any if you don't have any balls. Mhm. Ey, true story. Ja, aber der Spruch ist jetzt nicht so. Ich weiß, ist jetzt nicht so der Burner, den ich auf die Klobahn schreiben werde. Nicht? Steht da noch nicht an deiner Tür, nee. Nee, höchstens im Uniklo, aber ganz ehrlich, unsere Da hängt immer noch deine Weihnachtsliste von 2009 oder so. Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Oh, nee. Er hat die neue angehangen. Ich habe letztens aufgeräumt. Man glaubt es, wenn man mein Zimmer kennt, glaubt man nicht, dass ich das Zimmer aufräumen kann, aber ich hab's getan. Für die Klo-Orgien hat er aufgeräumt. Ja, die müssen ja irgendwo stehen. Dazu so ein Kondomspender und ein Wichstuchspender an der Seite. Nee, das ist Klopapier. Aber ich weiß ja, wie es dir geht. Hä? Du brauchst es jetzt nicht mehr. Oh. Ja, sad story of my life. Egal, ich habe jetzt Semesterferien und meine erste Pflicht ist es aufzunehmen und danach mir die 1000 in Bayonetta zu holen. Deine nächste Pflicht ist es, dreckige Internetseite aufzurufen. Nee, meine nächste Pflicht ist es, alle Frauen Kölns zu beglücken. Oh, ja. Auch die Chubby Girls, ja. Die magst du ja neulich so. Boah, ich schwör's dir. Wenn Julia meine Pinwand noch dreimal raped und mit deinem Pornordner, ohne Witz. Aber war schon witzig. Irgendwer hat gerade Level 3 erreicht. Ich weiß nicht. Oder war ich's? Nee, ich weiß. Yay! Sind ja immer noch hier unten. Die sollen aufhören, ihre Dildos hier rumzuwerfen. Auf damit! Stop it! Stopp! Yo, Rack Discipline! Dishonorable! Wo bist du denn schon wieder? Das war ein Zitat von Tim. You lack discipline. Dishonorable. Ach so. Als Asian Dad. Ach so. Komm her! Ach so. Ich verstehe nur Bahnhof. Ist vollkommen okay. Okay. Du kommst ja auch nur aus dem... Nein. Ja. Das bräuchte ich dich doch mal sagen. Ja. Ja, musst du einfach sofort führen, du Arschloch. Ja. Oh nein, es ist Blob. Und er fickt schon wieder sich selber gerade. Wie er einfach gerade lüstern geguckt hat. Hat sich bei deinem Anblick... Nein, ich bin ein Stellmann! Egal, kann ich trinken. Er hat sich bei deinem Anblick... Ja, mach. Nein. Das bin ich? Oh, ich bin das. Nein. Tut mir leid. Du kannst das auch. Ja, mach doch. Nee, mach doch das mal. Boah, ey, du warst doch schon da. Ich hab Angst! Guck mal, ich hab unten links ein cooles Schneemann-Bild. Na toll. Ich wollte mich eigentlich gar nicht auffallen. Ey, ich will mir die Nase putzen, Junge! Jetzt muss ich mit einer Hand irgendwie den B-Button hämmern. Nö, lass euch bloß nicht von mir treffen. Boah, die gehen mir auf die kalten Eier. Oh, warte mal kurz. So, nice. Oh, durchatmen. Soll mal wer den Städterheu schnupfen oder was? Nee, wann denn? Wir hatten ja auch Pipi-Frühling nur.
Nee, keine Ahnung. Ich war ein bisschen erkältet, hab auch mit Fieber meine römische Rechtsklausur geschrieben. So, weil du in deinen letzten Let's Plays irgendwie immer die Nase geputzt hast. Nee, keine Ahnung. Scheint einfach eine Schleimabsonderung zu sein, eine Superlative, was keine gerade interessiert hat und deswegen ich einfach die Fresse halten werde. Du solltest ein Foto und einen Vlog davon machen, den lassen wir jetzt da sitzen, der ist mir jetzt so pralle egal. Hey! Nein, du doch nicht. Ich meine, Rat, wer vereist wurde! Boah, ey, dann